Schwarz-rot-goldene Sommerlaune beim Public Viewing in Berlin. Am Bundespressestrand verfolgten rund 1000 Fans das Deutschlandspiel. Während des Spiels wurde gejubelt, gebankt und gefeiert. Auch Conny Pohlers fieberte mit. Die Stürmerin, die bei der WM nicht dabei ist, drückt natürlich auch die Daumen und glaubt an den Erfolg der Mannschaft. Die Vorrunde werden sie locker überstehen und dann, ich denke, der Pokal wird in Deutschland bleiben. Kurz nach dem Spiel war auch die Stimmung vor dem Olympiastadion ausgelassen. Doch im Gegensatz zu den Spielen bei der Männer-WM kühlte die Stimmung schnell wieder ab. Kein Autokorso, keine Feiern auf den Straßen. Die Fans lassen sich davon jedoch nicht die Laune verderben. Geil! Nein, war klasse. Ich fand, es war eine geile Stimmung heute und hat Spaß gemacht. Mädels haben sich ziemlich gut angestrengt die erste Halbzeit und haben ja auch dann verdient gewonnen. Mit einem 2:1 gegen Kanada waren die deutschen Fußballfrauen erfolgreich in die Gruppenphase gestartet. Kerstin Garefrekes und Celia Okuyinu-Dambabi hatten die Titelverteidigerinnen in Führung gebracht. In der 82. Minute verkürzte Kanadas Starspielerin Christine Sinclair zum 2:1. Die Fans sind mit dem Ausgang des Spiels durchaus zufrieden. Wer am Ende den Pokal in den Händen halten wird, ist für sie auch schon klar. Natürlich werden wir Weltmeister, ist ja wohl klar. Und Finale, wir holen den Pokal, natürlich. Bis dahin wird in Deutschland weiter beim Public Viewing gejubelt und gefeiert.